70. Depends on the ratio of water and malt. Okay. If you put more malt and less water, then it's stronger. Yeah. Because I've done beers which are like 9% strong. Mm-hmm. English style porter. I think you taste it. Yes. Maybe add a little bit of water and just rinse it. Weizenmalz, genau. Weizenschrot. Okay. Dass wir auch ein gutes Weizenbier haben. In order to get the sugar out. Yeah. Needs a lot of sugar. Wir kommen dann ins Studio. Martin, du kommst doch aus Bayern, oder? Das ist die Archimedes Law. Basic Physics. Und das ist jetzt genau wie wir waren. Ja, jetzt ist es gerade 82. 82 Grad, ja. Statt Bamberg. Oder gibt's noch? Genau. Das gab's da mehr. Das ist eine Light-Version und das sind für mich, ich sage immer, Flugzeugversion, weil du da automatisch niedrigere Prozente kriegst. Aha. Also das war nicht das Richtige. Und jetzt kannst du den richtigen holen. Hey, wahrscheinlich für Finnland, der extra hergestellt. So, und jetzt. Kann ein Stück nach unten. Jetzt, oh, ja. Kann ein Stück nach unten. Ja, und jetzt gehe quasi. So, yeah, he's already taking not, it. Not giving alcohol to Andre. Das ist jetzt erst 3 Monate alt. Die Welt ist neu. Das ist Flaschengärung. Mhm. Yep. Okay. Ja, es ist jetzt so, dass ihr die Zeit habt, Sinne joutuu silleen. Kyllä.
No, mistä sieltä saa oppikäyttää siellä pienpanimolla, niin kuin katsomassa jouluissa tai jossain? No, on vieraita muutamilla pienpanimoilla. Who comes to here aus der Schweiz? Aus Bern, da war ich früher. Ja, für meine Firma. Mit der PTT. Mit der PTT? Ja, das waren noch Zeiten. Ja, das waren noch Zeiten. Ja, dann noch drin lernen. Oder den Scheißerhund, der da ja, ja. Ja, aber wie geht das dann? Dann ist das. Würdest du das auch? Ja, ja. Und Fleischpflanze, genau. Und von deinem Bier. Wobei ich. Ah, falsch, falsch, falsch. Ja. Bin. Nein, nein, überhaupt nicht. Du vergisst, dass ein 20-Liter-Topf ist, der kann unten heiß sein. Von oben bewegt er sich nur. 44. Oh. Se on mustakin ollut aamulla. Mutta oli maistettu tuossa. Niin. Ja. Mm. Willst du deinen Korb mitnehmen oder hast du? Und jetzt tun und zack. Ja. Grün kommt hoch und aufgelöst. Das schaut ja aus wie bei einer Hexe hier. Wenn da noch die Kröte reingeschmissen wird. Yes, you see the hop residue filters away. Tää huomalla on tämmönen aromit, niin ei tarvii sitä enää sinne niin sekaan silleen. Fragen, ob er die Naht noch mal mit Wasser oder sowas ausspült. Mhm. Das ist doch einfach zu treffen. Boah, jetzt spült sich mal mit Wasser aus. Riecht nicht schlecht. Riecht bitter. Mm-hmm. Ich finde das sehr gut. Ich guck jetzt erstmal. Bisschen düster, oder? Kann das sein? Und da kommt ein Würfel, also das sind so Zuckerwürfel so ungefähr. Aus Zucker- und Glukosesirup pro Flasche und die machen dann die Gärung, die die Flaschengärung macht und die Karbonisierung, also das schöne Sprudeln des Bieres. So. Lump. Hat da mal reingepasst. Und? Und so. Mm. Nummer 1. Ah.
Und schmeckt's. Ach, Spitze, gut.